Herzlich gern. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Empfang. Vielen Dank, dass so viele hier heute hergekommen sind in unserem Wahlkampf-Mittelteil. So wurde es ja heute schon gesagt, Bergfest habe ich heute schon gehört. Noch 2 Wochen, noch 16 Tage. Und Martin Vincent hat es ja schon eingangs richtig gesagt, ist immer was los in unserer Partei. Ich sage immer so, ein ganz normaler Tag in der AfD. Und das haben wir und erleben wir jetzt auch die letzten Tage. Zuallererst möchte ich mich natürlich auch bedanken, gerade hier bei den vielen Mitgliedern, aber natürlich auch bei Martin Vincent als Landesvorsitzender. Ich komme gestern aus Sachsen, wo wir einen neuen Landesvorstand gewählt haben. Und lieber Martin, ich kann dir auch viele Glückwünsche von Jörg Obern, der ebenso bestätigt wurde wie du. Das finde ich toll, dass du hier auch in Nordrhein-Westfalen die Geschicke weiterleitest und diesen Landesverband weiter in die Erfolgsspur bringst. Und es ist auch gut so, dass Kontinuität mittlerweile auch in unserer Partei immer mehr um sich schlägt, dass diese Kontinuität sich auch ausbreitet und dass es auch von den vielen Mitgliedern, aber auch Wählern gutiert wird. Und das erleben wir ja. Wenngleich natürlich die Einschläge, die Extremismusvorwürfe, die Korruptionsskandale, die hochgepusht werden von den Medien, die natürlich hauptsächlich in der AfD angeblich stattfinden. Aber wir sehen es, und das ist auch diesen Vorwurf, den ich jetzt hier mal deutlich widerlegen muss, wo man mal uns sagt, ja, wir sind jetzt als Alternative für Deutschland im Europawahlkampf gesichtslos. Ich meine, Sie sehen es hier. Wir haben einen Landesvorsitzenden Martin Vincent, die Bundessprecher sind hier. Wir haben Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus NRW, die sehr gute Arbeit leisten, die auch im Bundestag, aber auch im Landtag gute Arbeit leisten. Wir haben so viele gute Gesichter in dieser Partei. Und das ist genau die Vielfältigkeit, vor der andere Parteien nämlich neidisch sind. Diesen Neid wollen sie uns übertragen. Wir haben ausgebildete Mandatsträger, Leute mit einem Job, Leute mit einem Hintergrund, die was geleistet haben in diesem Land. Und da können sich natürlich andere Parteien eine Scheibe abschneiden. Und das neiden sie uns, liebe Freunde, das neiden sie uns. Ja, und auch dann kommt natürlich in solchen Situationen, wenn man der Wind etwas stärker ins Gesicht bläst, kommt natürlich dann auch ja, die Klugscheißerei von außen, teilweise auch von innen, was man alles besser machen könnte und wer wie was falsch gesagt hat. Das mag sicherlich alles zum Teil stimmen, was man noch besser machen kann. Aber ich sag's ganz offen, wir beide mit Alice Weidel führen diese Partei seit 2 Jahren. Und ich denke, wenn man sich alleine die letzten 2 Jahre der Professionalisierung auch mit diesem Bundesvorstand anschaut, was wir geleistet haben, und wir müssen am Tag, ich sag's immer so, 10 Entscheidungen treffen. Und von diesen Entscheidungen sind 8 richtig und ja, auch 2 vielleicht mal falsch. Das kommt vor. Fehler passieren. Ich mache Fehler, wir machen alle Fehler. Man muss aber auch bereit sein, Fehler zu korrigieren und aus diesen Fehlern zu lernen. Und das haben frühere Bundesvorsitzende eben nicht hinbekommen. Aber wir werden es können und wir werden es leisten. Was wir aber auch nicht möchten und deshalb ist es auch gut, wie wir uns aktuell jetzt in dem Europawahlkampf positioniert haben, dass wir Egomanie unterstützen von einzelnen Kandidaten, die meinen, sich im Vordergrund spielen zu können mit Aussagen, die nicht der Partei dienen, die uns eher schaden, die uns im Wahlkampf schaden. Und ich denke, deshalb ist es richtig, dass wir auf diese Breite und Vielfältigkeit jetzt wieder Bezug nehmen, die letzten 14 Tage unser Programm, was wir in Magdeburg verabschiedet haben, unser Europawahlprogramm in den Vordergrund zu rücken. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir wollen mit Argumenten überzeugen und nicht mit komischen Videos oder sonstigen Aussagen, die uns eher schaden. Und das werden wir dem Wähler die nächsten 14 Tage beibringen. Und dann werden wir auch mit einer starken Delegation in Brüssel einziehen. Und genau diese Balance, und so nenne ich es, diese Balance unserer Partei, die wir zusammen mit dem Bundesvorstand, die ich zusammen mit Alice Weidel gebracht haben, haben wir die letzten Jahre gemeinsam erfolgreich geschafft. Wir haben unsere Werte fast überall in den Bundesländern verdoppelt, teilweise verdreifacht. Wir haben eine stabile Stammwählerschaft.
Wir haben einen Mitgliederzuwachs, wo sich andere Parteien das träumen würden, wenn sie diese hätten. Und genau diese Balance der Waage wollen wir beide auch in Zukunft fortsetzen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie uns dabei auch unterstützen, weil diese Waage, und wir beide passen auf diese Waage, werden wir natürlich auch weiter die nächsten Jahre zum Wohle der Partei fortsetzen. Und da bitte ich um Ihre Unterstützung. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Und genauso werden wir natürlich diesen Wahlkampf, diese Unterstützung auch in das bevölkerungsreichste Bundesland, was das Wichtigste für uns ist. Hier in Nordrhein-Westfalen werden die Wahlen entschieden. Das ist uns allen bewusst. Das sage ich auch ganz bewusst als Sachse. Und deshalb weiß ich auch, wie hart euer Wahlkampf hier stattfindet für die vielen Ehrenamtlichen, was ihr euch auf der Straße anhören müsst. Wir werden in Sachsen zum Teil umarmt und beglückwünscht. Ihr werdet beschimpft zum Teil noch. Das wollen wir umdrehen. Denn solche Wahlergebnisse, wie wir sie in Sachsen und auch in den östlichen Bundesländern die letzten Jahre erzielt haben, das werdet ihr die nächsten Jahre hier auch erzielen. Das verspreche ich euch. Und vielleicht noch einen abschließenden Satz zu unserer neuen Delegation, die wir natürlich mit einem starken Ergebnis, und wir werden es am 9. Juni sehen, mit einem starken Ergebnis nach Brüssel entsenden werden. Wir werden auch dort wieder Partner finden. Natürlich werden wir das. Und aktuell, was wir sehen, das gehört eben auch zum Ellenbogenkampf in der Politik dazu. Jeder will sich nach vorne schieben, jeder will seine Machtoptionen verstärken, auch was zukünftige Fraktionen angeht. Das ist ganz normal, das akzeptieren wir auch. Was wir aber auch wünschen und uns wollen, auch von unseren Partnern, das sage ich hier ganz bewusst, ist Respekt. Und auch ein Stück weit, ja, Nicht-Einmischung in unsere Angelegenheiten. Wir bekommen unsere Probleme selbst gelöst und wir werden auch mit unserer Mannschaft diesen Wahlkampf erfolgreich zu Ende führen, liebe Freunde. Und es wurde schon angesprochen, wer unser Hauptgegner in diesem Wahlkampf ist. Das ist nämlich die aktuelle Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und genau das ist diejenige, die natürlich einen ganz anderen Wahlkampf führt. Im Übrigen, da interessiert das die Medien relativ wenig, wie viele Staatsanwaltschaften dort gerade ermitteln. Wir haben es im Video gesehen, wir haben es von unseren Vorrednern gehört. Wenn wir einfach sehen, wie viel Milliarden Euro Steuergeld dort veruntreut wurden, was sie für eine Rolle gespielt hat als Verteidigungsministerin. Jeder kann sich erinnern, im Bundestag, wo es Untersuchungsausschüsse gab mit desaströsen Ergebnissen, aber ohne Konsequenzen. Das ist der Unterschied. Und wo sind da die Medien, die dort den Rücktritt fordern? Wo sind da die Medien, die sagen, diese Spitzenkandidatin ist untragbar? Und genau deshalb ist diese Frau auch unwählbar. Wer 35 Milliarden Euro für Impfdosen ausgibt, einfach so per SMS bestellt, um irgendwelche Pfizer-Kungeleien zu bedienen, um dort wieder natürlich das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. 2 Milliarden Impfdosen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wurden einfach per SMS von ihr bestellt. Das ist unfassbar und es interessiert überhaupt niemand. Und daran sehen Sie doch, wer im Prinzip hier mit unter der Decke von denjenigen steckt. Das sind nämlich genau die Medien, die das einfach so links liegen lassen. Und deshalb sage ich, diese CDU ist am 9.6. unwählbar, das kann man nicht machen. Die brauchen Sie nicht wählen. Und genau diese Aufarbeitung von den vielen Aussagen angefangen, fangen wir an, zum Beispiel, was Friedrich Merz, kommt aus Nordrhein-Westfalen, der BlackRock-Manager, was er wollte gesunde, nicht impfwillige Bürger vom öffentlichen Leben ausschließen. Er sagte, kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballer mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Das sind Zitate von Friedrich Merz. Herr Haldenwang hat uns dann mit seiner Behörde friedliche Demonstranten wurden eingeschüchtert, diskreditiert. Auf die hat er sich eingespielt und hat sie angesetzt. Und was sagt Jens Spahn, CDU? Er sagte, wir werden einander viel verzeihen müssen im Bundestag 2020. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, Herr Spahn, es gibt nichts, wofür die Bürger Sie um Verzeihung bitten müssten. Sondern umgekehrt ist es, umgekehrt ist es. Und die absolute Absurdität kommt aus meinem Heimatland, was man nicht vergessen darf. Und Sie können das alles nachprüfen. Der Faktencheck, der ja immer von den Medien gebracht wird, mittlerweile
haben wir mit unseren Faktenchecks ja immer so viel Recht, dass es gar keinen mehr gibt. Ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen. Was dort Ministerpräsident Kretschmer und auch seine Gesundheitsministerin Frau Köpping dort vorgeschlagen bzw. schon eingerichtet haben. Sie haben dort, Zitat, die Unbelehrbaren, also diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, sollten in eine Psychiatrie gesperrt werden. Und da wurden schon die Zimmer freigeräumt. Es stand alles zur Verfügung. Und das will ich ganz deutlich sagen. Wir sind jetzt im 75. Jahr des Grundgesetzes. Martin Vincent hat es richtig gesagt. Wir sind die Schützer des Grundgesetzes. Das sind diejenigen, die von Demokratie sprechen, vom Schutz der Demokratie. Alles vergessen, was vor 2 Jahren passiert ist. Und deswegen werden wir die Aufklärung in Land und Bundestag fordern, damit genau diese Dinge aufgeklärt werden, dass die RKI-Protokolle ungeschwärzt uns vorgelegt werden. Ungeschwärzt vorgelegt werden und dass diese Personen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das gehört auch dazu. Das hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wie soll man der Politik noch glauben, wenn man im Prinzip seinen eigenen Handel, seinem eigenen Tun keine Konsequenzen mehr hinterher schiebt? Das ist doch diese Verlogenheit, wovon immer gesprochen wird. Warum erodiert die sogenannte Demokratie? Ich sag's ganz offen, wer jeden Tag von der Demokratie redet, der will überhaupt keine. Das ist doch der wahre Grund in diesem Land. Und wir hatten auch in vielen anderen Dingen recht, wo wir zum Anfang beschimpft wurden, wo uns Panikmache deklariert wurde. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Wie viele Milliarden wurden dort mittlerweile in diesen Krieg gepumpt? Wir haben von Anfang an gewarnt, wir haben von Anfang an uns für Frieden und Diplomatie eingesetzt. Und liebe Freunde, das war genau der richtige Weg. Alice Weidel hat es richtig gesagt. Wir möchten nicht nur unsere deutschen Soldaten dorthin schicken, wir möchten auch nicht unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg verheizen, liebe Freunde. Wir sollten aus unserer Geschichte gelernt haben. Und deshalb müssen wir genau diesen Kriegstreibern aller Parteien Einhalt gebieten. Wenn ich Herrn Pistorius von der SPD höre, dem Verteidigungsminister, der die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegsreif machen will, kriegsreif, nicht verteidigungsfähig. Das wäre ja das Ziel und das ist auch das, was wir unterstützen. Oder der Gesundheitsminister Lauterbach, der das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen will. Oder die Bildungsministerin Stark-Watzinger, die Schüler auf den Kriegsfall vorbereiten möchte. Liebe Freunde, ich sage es ganz ehrlich, eine Bildungsministerin hat dafür zu sorgen, dass unsere Schüler und Jugendlichen lesen und schreiben lernen. Das sollte die Hauptaufgabe sein. Und dann kommt natürlich noch Agnes Strack-Rheinmetall. Ja, liebe Freunde, ich kann euch das nicht ersparen. Sie kommt nun mal aus eurem Bundesland. Ja, wir haben im Sachsen dafür Marco Wanderwitz. Also wir sind genauso gut bedient. Wir sind genauso gut bedient. Aber muss mal so als Frage. Ich meine, hier sitzen viele Landtagsabgeordnete, viele Unternehmer sitzen hier. Wir haben alle ein Büro, wo wir uns während der Arbeit hinsetzen, wo wir arbeiten müssen. Und ich habe zum Beispiel in meinem Büro, und Martin Vincent weiß ich zum Beispiel auch, Bilder von meiner Familie, von meinen Kindern. Was hat Frau Strack-Rheinmetall in ihrem Büro? Was glaubt ihr? Ja, sie hat tatsächlich eben kein Bild ihrer Familie in der Schrankwand stehen, sondern ein Panzer. Und daran sieht man noch, und da fragt man sich, was stimmt eigentlich mit der Frau nicht? Was stimmt mit der Frau nicht? Wahrscheinlich hat sie zu Hause ein Taurus-Polstergarnitur stehen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und eins ist auch klar. Aktuell ist die FDP in Umfragen bei 4%. Ich muss gestehen, ich habe die FDP selber als Unternehmer, als Handwerksmeister früher mal gewählt. Da gab es aber noch keine AfD. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Ich will aber damit sagen, eine Partei, die sich früher für Mittelstand und Handwerk eingesetzt hat, und da gab es durchaus Politiker, die das taten. Und es gab auch Außenminister von Guido Westerwelle, der sehr wohl auch richtige Politik gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber was wir aktuell in der FDP sehen, das zeigt eigentlich nur eins, dass diese Partei unwählbar geworden ist. Diese Partei braucht auch niemand in diesem Land.
Und deshalb, wenn die FDP 2% bei der Europawahl bekommt, dann müssen wir zumindest Frau Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag sehen. Dann ziehen sie mit einem Mandat in Brüssel ein, dann ist sie weg. Das ist erstmal ganz gut. Und da ist sie in guter Gesellschaft mit Frau von der Leyen. Ja, und wir haben es schon eingangs gesagt, wenn wir uns die Kosten anschauen für diesen Ukraine-Krieg, 6 Milliarden Euro für Bürgergeld für die 1 Million Ukrainer, die in Deutschland sind. Mittlerweile kritisiert auch von CDU, CSU, wir haben es von Anfang an kritisiert, dass es nicht sein kann, dass Ukrainer sofort in das Sozialsystem einwandern und hier Bürgergeld beziehen, ohne den Anreiz bzw. ohne die Verpflichtung zu haben, arbeiten zu müssen. Humanitäre Hilfe, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Da sagen wir ganz klar, ja, die werden wir leisten. Auch das ist für uns ganz klar, dass wir das auch leisten wollen und auch leisten werden. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt die aktuellen Zahlen sehen, 22 Milliarden Euro Militärhilfe seit Kriegsbeginn, 19 Milliarden Euro über die EU an die Ukraine und mittlerweile wird ja schon der Wiederaufbau geplant, beziehungsweise auch da soll sich natürlich Deutschland als Hauptzahler wieder beteiligen mit über 200 Milliarden Euro und Sie wissen, wer davon profitiert, wer das übrigens auch regelt, das wird nämlich BlackRock sein, also Friedrich Merz und deshalb möchte natürlich auch ein Friedrich Merz so viel wie möglich Taurus Marschflugkörper in die Ukraine liefern, denn umso mehr zerstört ist, umso besser für BlackRock. Darum geht es. Der Wiederaufbau wird jetzt schon koordiniert. Man will daran verdienen. Und da machen wir nicht mit, liebe Freunde. Das Geld braucht Deutschland. Und dann hören wir auch viel, die AfD schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist ja auch immer der beste Karlauer, den ich eigentlich jede Woche lese. Und es wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben oder irgendein Verbandspräsident, den vorher noch niemand gehört hat, der wird dann vor die Kamera gezogen und da wird dann gefragt, ja, was wäre denn, wenn die AfD regiert? Und niemand nimmt eigentlich wahr, was aktuell ist mit dieser Bundesregierung, die regiert. Die Deindustrialisierung, die wir wahrnehmen, die Verbände und Unternehmen warnen immer mehr davon. Wir haben vor 2 Jahren vor Deindustrialisierung gewarnt. Da wurden wir als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und abgestempelt und als Panikmache. Und mittlerweile kommt es vom Chemieverband, vom Gesamtmetall-Elektroindustrie, DIHK, selbst vom DGB, von der IG Metall. Und Sie brauchen bloß jeden Tag den Wirtschaftsteil der führenden deutschen Zeitung aufschlagen, wo eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt, wo Unternehmen immer mehr abwandern, ins Ausland, in die Schweiz zum Teil, nach Ungarn, nach Polen, nach Amerika, nach China. Teilweise in Ländern, wo selbst dort Energiekosten hoch sind, wo viel Bürokratie ist und wo auch die Steuerlast nicht niedrig ist. Aber daran sehen Sie, wie unattraktiv mittlerweile dieser Wirtschaftsstandort geworden ist. Und das kann eigentlich für diesen Wirtschaftsstandort nicht sein. Und deshalb müssen wir uns einsetzen, dass die Energiekosten wieder sinken. Und deshalb müssen die CO2-Steuer abgeschafft werden und unsinnige Klimavorgaben rückgängig gemacht werden, liebe Freunde. Und da müssen Sie einfach mal in sich zurückgehen für die vielen Arbeitnehmer und auch Unternehmer und Handwerker, die heute hier sind und sich mal überlegen. Und diese Frage habe ich beim DIHK vorige Woche gestellt. Da gibt es jedes Jahr ein DIHK-Treffen in Berlin mit Verbandsvertretern und da sind alle Parteien des Bundestages da. Ich bin seit 2017, 18 immer dabei und höre mir jedes Jahr eigentlich das Gleiche an. Bürokratie, Entlastung. Wir haben jetzt im Übrigen im Bundestag das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Ja, also ich meine, und dann habe ich einfach zum Schluss, weil mir dann doch der Kragen geplatzt ist, in die Runde und gefragt, nennen Sie mir doch einfach mal ein Gesetz der letzten, ich will ja nicht übertreiben, der letzten 5 Jahre oder 6 Jahre, wo der Unternehmer, wo der Mittelständler, der Handwerker sagt, also das Gesetz hat uns richtig entlastet. Es hat richtig geholfen. Wir können wieder atmen, motiviert. Wir haben wieder mehr Geld in der Tasche. Da war Stille im Raum, keiner. Und am Ende kam es dann dazu, ja, der Chrupalla stellt jetzt wieder populistische Fragen. Das war die Antwort darauf. Also sehen Sie im Prinzip, was hier in diesem Land schiefläuft, wer die falschen Fragen stellt, der wird verächtlich gemacht. Wer die falsche Politik macht, der wird hofiert von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da läuft doch einiges schief in diesem Land. Und deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass auch gerade die ältere Bevölkerung, dass die Steuern in Deutschland zuerst den eigenen Bürgern
zu Wohle kommt. Den Kindern und vor allen Dingen auch den Älteren in unserem Land. Wir brauchen eine Familienpolitik, die erstens den Namen auch verdient hat und dass sich Familien in diesem Land auch wieder sicher beziehungsweise auch dahingehend fühlen, dass Kinder kein Armutsrisiko sind. Das muss die Aufgabe sein einer federführenden Familienpolitik. Und das kann man leisten, indem man sämtliche Ausgaben für Kinder und jeder Familienvater, jede Familienmutter weiß, wovon ich spreche. Sämtliche Ausgaben, was Kinder betrifft, müssen von der Steuer absetzbar sein. Ja, und für diejenigen, die arbeiten in diesem Land, muss auch ein Kita-Platz kostenlos sein. Keine Frage. Und man kann diese Unterscheidungen bringen. Und dann wird man wieder eine aktivierende Familienpolitik haben in diesem Land, wo man sagt, man hat keine Geburtenrate von 1,3. Das muss man doch perspektivisch mal anfassen und nicht nur sagen, wir brauchen Zuwanderung, Zuwanderung, Zuwanderung. Das ist doch genau die falsche Lösung. Vor allen Dingen, welche Zuwanderung bekommen wir denn? Nicht die, die uns seit 2015 versprochen werden. Wo sind denn die Fachkräfte? Wo sind sie denn? Applaus 350.000 Asylanträge alleine letztes Jahr. Wenn man eine Stadt sieht wie Braunschweig mit 250.000 Einwohnern, kann man sich die Zahlen erst vorstellen. Wir nehmen ja mittlerweile solche Zahlen achselzuckend bloß noch zur Kenntnis und denken, naja gut, 300.000 ist jetzt nicht so viel. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Ja, wo sollen die Leute untergebracht werden? Wer baut denn in diesem Land eigentlich noch? Wer kann sich eigentlich Bauen noch leisten? Welche junge Familie kann sich ein Haus bauen und für die Altersvorsorge damit vorsorgen? Es ist nicht mehr möglich. Die Baupreise sind um 42% seit letztem Jahr, in einem Jahr gestiegen. Bauen ist überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Und wenn Sie überhaupt noch einen Handwerker finden, der bauen kann, hochrisikovoll. Und das ist doch das riesige Problem, dass sich die eigenen Bevölkerung das überhaupt nicht mehr leisten können. Und vor allen Dingen muss man endlich was dafür tun, dass nicht noch 250.000 gut qualifizierte Deutsche jedes Jahr auswandern aus diesem Land. Was sind denn die Gründe dafür? Hohe Steuern, Abgaben, Bürokratie, das muss zurückgeführt werden. Und deshalb werden wir uns genau dafür einsetzen, dass die Deutschen wieder im Land bleiben. Und deshalb werden wir auch uns bei der Bürokratieentlastung ganz klar für die Abschaffung oder Nicht-Einführung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so heißt das im Übrigen komplett, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Alleine wer sich diesen Namen ausgedacht hat, gehört entlassen. Und genau dieses Gesetz malträtiert die Mittelständler, die Handwerker, die sich keine Compliance-Abteilung leisten können und macht sie im Prinzip wettbewerbsunfähig. Es braucht kein Mensch diesen Unsinn. Muss abgeschafft werden, brauchen wir nicht. Auch das eine Vorgabe, die mit Ursula von der Leyen in der EU durchgepeitscht wird. Und deshalb kann ich Sie nur animieren, am 9.6. wählen zu gehen, Ihre Lieben und Verwandten dazu zu mobilisieren, wählen zu gehen, damit die AfD als einzige Opposition und als einzige Alternative in diesem Land für die Politik noch was Gutes bewegen kann. Und das werden wir bewegen. Und deswegen, liebe Freunde, besinnen wir uns auch auf das eigene, das ist wichtig, besinnen wir uns auf unsere Kraft, auf unsere Stärke, auf unsere Motivation, die wir hoffentlich heute Ihnen geben konnten und konnten. Und vor allen Dingen sagen wir auch, was ist, lassen wir uns nicht verbieten, was wir zu denken und zu sagen haben. Und lassen wir uns auch nicht und vor allen Dingen vielleicht noch einen letzten Satz, der in Sachsen sehr populär ist, weil wir es sind. Und das möchte ich nach Nordrhein-Westfalen tragen. Bleiben wir schwer erziehbar, liebe Freunde. Vielen Dank. Ja, genau.